Guten Tag, mein Name ist Vincent Auriot. Heute stelle ich Ihnen eine neue Kamera von AOS vor. Die JPRI ist nicht nur ein technischer Leckerbissel, sondern bietet als erstes Kamerasystem überhaupt eine Pay-as-Record-Funktion, kurz PAR, an. Die PAR-Option ist der eigentliche Clou von diesem neuen System. Diese ermöglicht, dass die Kamera in verschiedenen und auf Bedarf mit zeitlich begrenzten offline freischaltbaren Geschwindigkeits- und Auflösungsstufen erhältlich ist. Glauben Sie mir, das wird sehr spannend. Wenn Sie eine JPRI kaufen, dann kaufen Sie zuerst immer eine Basiskamera in der Konfiguration 1. In der Basiskonfiguration 1 leistet die JPRI mindestens schon 1500 x 1125 Pixel mit 2500 Frames pro Sekunde. Und dies bereits für deutlich unter 20.000 Schweizer Franken. Sie können zusätzlich zwischen zwei weiteren Konfigurationsstufen auswählen. Konfiguration 2 leistet mit 2000 x 1125 Pixel mit 2500 Frames pro Sekunde oder die Konfiguration 3 bietet mit hochauflösenden 5 Megapixeln 2000 Frames pro Sekunde an. Jetzt kommt nun die einzigartige Funktion Pay as you record ins Spiel. Entweder kaufen Sie sich die Konfigurationen 2 und 3 fix mit einer unlimitierten Benutzungsdauer oder Sie kaufen bei Bedarf einen Schlüssel, der nach Aktivierung eine für 24 Stunden gültige Lizenz freischaltet. Damit Sie in der Konfiguration 2 oder 3 mit der schnellsten Geschwindigkeit und höchster Auflösung aufzeichnen können. Der Vorteil an PAR ist, dass Sie projektabhängig die Leistung der Kamera bestimmen und diese dann auch projektbasiert abrechnen können. Diese Aktivierung geschieht natürlich offline. Sie sparen sich somit eine hohe Anfanginvestition, haben aber trotzdem im Bedarfsfall eine äußerst leistungsfähige Kamera zur Hand. Wo können Sie die JPRI einsetzen? Die Kamera eignet sich hervorragend für den Einsatz in vielen anspruchsvollen wissenschaftlichen und industriellen Anwendungen, wie Falltests, Stanzen, Schneiden, Flüssigkeiten analysieren, bohren, abfüllen und Wegzeitanalysen. Einfach überall, wo eine schnelle und vor allem hochauflösende Kamera für maximale Details nötig ist. Mit einer Auflösung von 1500 x 256 Pixel erreichen Sie auch schon in der Basiskonfiguration 10.980 Bilder pro Sekunde. Die Speichergrößen von 16, 32 und 64 GB sind unabhängig der Konfigurationsstufe frei konfigurierbar. Sollte Ihnen die JPRI gefallen und Sie möchten diese Kamera einmal live vor Ort bei Ihnen testen, dann kontaktieren Sie uns gerne jederzeit. Bis zum nächsten Mal und vergessen Sie nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Vielen Dank, auf Wiedersehen.